Willkommen auf Atoms, Freunde. Willkommen zum Jahresende 2023. Wie war es für dich, Jenny? Sagen wir mal so, ich bin froh, wenn es rum ist, sehr turbulent. Irgendwie so kamen viele Sachen auf einen zu, mit denen man irgendwie nicht gerechnet hat. Also ich bin froh, wenn es vorbei ist und wenn man gut ins neue Jahr 2024 starten kann. Also wenn ich ein Resümee machen würde oder sollte. An sich bin ich sehr, sehr, sehr glücklich. Es war alles okay, wir sind gesund geblieben. Es war nichts, was uns aus den Bahn geworfen hat. Wir haben tolle Begegnungen gehabt. Was einfach nicht zu akzeptieren ist, als ein Mensch, der hinter den Kulissen sehen kann, die politische Lage weltweit oder Zustand der Menschen, das ist, was mich einfach schon täglich einmal negativ einstimmt, obwohl wir intelligent genug sind, um mit uns friedlich umzugehen, werden in einigen Regionen tagtäglich Unheil angerichtet, egal welche Seite schuld ist. Und Rest der Welt schaut einfach zu oder steuert noch oder tut noch Feuerholz rein, dass es nie aufhört. Und das ist, was mich 2023 auch gestört hat. Sonst auch immer, aber 2023 war das alles noch durchsichtiger. Menschen kriegen viel mehr mit. Die Informationen sind einfach gestellt, nicht real. Und das ist, was mich gestört hat. Aber ansonsten war es ein ereignisreiches Jahr. Ereignisreich. Wir haben eine tolle Reise gehabt. Auch da haben wir Erkenntnisse gehabt und so weiter. Ich hoffe, dass natürlich in der Zukunft wir Menschen, nicht nur wir zwei, sondern alle Menschen, noch friedlicher, noch toleranter und noch glücklicher leben können. Ja, das sind mal Glückwünsche für ein neues Jahr 2024. Ich glaube, diese Wünsche geben wir an alle raus. Und ja, das sollte ein kurzes Video werden. Deswegen sagen wir beide schon mal frohes neues Jahr 2024. Rutscht gut rüber, bleibt gesund. Ganz wichtig. Und ganz wichtig auch positiv bleiben und das Beste draus machen, ohne Depressionen zu verfallen. Genau. In diesem Sinne. Guten Rutsch, Freunde. Bis zum